du wolltest auch noch was sagen, ne? Upla. Also, das wird sehr kurz. Ich möchte nur sagen, dass wir leben unter die Hegemonie von der linken Gehirnhemisphäre. Wenn Ken spricht über, hab Spaß dabei bei der Veränderung, warum können wir diesen Spaß nicht haben? Weil wir nämlich leben unter der Hegemonie von der linken Hemisphäre. Diese Hemisphäre, der kann rechnen, der kann zählen, der kann sprechen. Das heißt, das ist auch derjenige, der sagt, diese Bank gibt mir 5% und diese Bank gibt mir 1%. Dummerweise, der rechte Hemisphäre, der hat überhaupt keine Ahnung von Zahlen. Also der sagt, mach mal, ich weiß nicht, worüber du sprichst. Und der linke sagt, du musst große Angst haben, weil wenn du es nicht machst, dann könntest du pleite werden. Und eigentlich die ganze Botschaft, was wir da gehört haben, die eine sagt, eher was auf deinem Teller ist oder hab Spaß bei der Veränderung. Das sind Sachen, die wir nur erreichen können, wenn wir unsere rechte Gehirnhemisphäre aktivieren, beziehungsweise meditieren, Spaß haben. Der rechte Gehirnhemisphäre hat Humor. Der ist nicht nur depressiv, wie manche denken. Der hat einfach Humor und das muss man benutzen. Und der hat auch keine Angst, weil er nicht zählen kann. Er kann nicht rechnen, er kann gar nichts. Denkt man. Der kann aber eine Menge. Also meine Botschaft ist einfach nur, denkt dran, ihr habt zwei Seiten, wir werden regiert von Kokainmenschen, das heißt linke Gehirnhemisphäre Leute, die können alles mögliche machen. Die hören die LSD-Leute sein, die einfach träumen und Spaß haben für eine schönere Welt. Darum geht es, Leute.